Optionsstrategienkanal. Und da heißt, es geht um Optionen. Und ihr wisst immer, ich stelle auf meinen Seminaren, ich stelle auf meinen Vorträgen, wenn es um das Thema Optionen geht, immer eine Frage. Und zwar, wie könnte man Optionen am besten mit einem Wort beschreiben? Und die Antwort, die ich dann immer hören will, ist Versicherung. Ja? Optionen sind letztendlich nichts anderes als Versicherungen. Die werden gekauft, um sich gegen Preisbewegungen abzusichern. Das ist im Aktienmarkt eben meist die Preisbewegung nach unten. Das ist im Rohstoffmarkt eine Preisbewegung nach oben, nach unten, egal wie. Und wenn du wie ich hauptsächlich als Verkäufer von Optionen tätig bist, naja, dann bist du quasi die Versicherungsgesellschaft. Und heute sprechen wir mal darüber, wie du dich als Versicherungsgesellschaft, nämlich als Verkäufer von Optionen, mit einer ganz, ganz einfachen Sache absichern kannst. Und zwar nehmen wir da mal auch die Versicherungswirtschaft her. Die macht das nämlich genau wie wir. Bleib dran, jetzt geht's los. Also, Optionen sind Versicherungen. Das ist den meisten bekannt, aber ihr müsst euch das immer wieder bewusst machen. Ne? Und jetzt ist Folgendes. Und zwar stellen wir uns mal Folgendes vor. Du hast hier also eine Preisentwicklung. Und jetzt sagt irgendeiner, der hier bei dieser Preisentwicklung dabei war, Mensch, mir ist das Risiko zu groß, dass, wenn hier die Märkte nach unten knallen, ich meine ganzen schönen Gewinne wieder verliere. Ne? Das ist nichts anderes, als wenn jemand ein Haus hat und sagt, okay, ich habe Angst, ich habe jetzt das Haus gebaut, hat viel Geld gekostet, ist alles ganz schick geworden und jetzt habe ich Angst, dass es abbrennt. Deswegen hier auch gleich rote Farbe. Und was macht er jetzt? Klar, der ein Haus hat, der kauft sich eine Feuerversicherung oder eine Gebäudeversicherung. Und derjenige, der eben hier von mir aus Aktien hat oder irgendwas anderes, was macht der? Der kann zum Beispiel eben eine Put-Option kaufen. Privatanleger könnten auch einfach hingehen und sagen, machen Stop-Kurse. Großanleger können keine Stop-Kurse machen, ne, sondern die müssen sich irgendwie anders hedgen. Und das heißt, sie nehmen dann eben Futures oder sie nehmen dann eben Optionen. So, und jetzt mal angenommen, du sagst also hier, als Inhaber dieser Aktien von mir aus, du kaufst jetzt eine Put-Option. Okay? So, also das heißt, du schließt hier eine Versicherung ab und das ist jetzt hier ein Put. Ja, und wir, unsere Aufgabe ist es ja, dass wir sagen, okay, wir übernehmen das Risiko. Du gibst uns jetzt hier Geld und dafür verkaufen wir dir diese Put-Option. Und was ist jetzt das Risiko? Das Risiko ist natürlich ganz klar, zack, jetzt geht es hier nach unten und wir müssen tatsächlich hier für diesen Schaden aufkommen. Also irgendwie, was weiß ich, Aktienmarkt fällt auf Null und dann haben wir ein großes Problem, wenn wir hier diesen Put verkauft haben. Ganz ähnlich ist es aber übrigens auch bei einer Versicherung. Ja? Also wenn jetzt eine Versicherung sagt, okay, ich habe irgendwie ein Haus und das versichere ich gegen Feuer, dann sagen wir mal, das Haus kostet, keine Ahnung, 300.000, 400.000 Euro. Wenn du aus München bist, kostet es 800.000 Euro. Jetzt kostet diese Versicherungsprämie vielleicht 1.000 Euro. Jetzt kannst du dir ja ausrechnen, wenn du jetzt 1.000 Euro einnimmst und hast im Schadensfall aber vielleicht 400.000 Euro Schaden zu tragen, das rechnet sich nicht. Ne? Also, was machen Versicherungen? Sie gehen her und sagen, okay, ich kann also nicht nur ein Haus verkaufen, sondern ich muss ganz, ganz ein Haus versichern, ich muss ganz, ganz viele Häuser versichern, weil die Wahrscheinlichkeit ist eben nicht allzu groß, dass alle Häuser mit einem Schlag abbrennen. Ne? Also versichern Sie Hunderttausende von Häusern, ich glaube, jedes Haus in Deutschland ist irgendwie versichert und damit nehmen Sie so viele Prämien ein, das wird finanzmathematisch, versicherungsmathematisch berechnet, sodass am Ende die Versicherung ganz genau weiß, okay, über kurz oder lang wird mal so ein Schadensfall passieren, so ein Haus wird mal abbrennen, aber ich habe so viel Prämien eingenommen, dass ich auch ab und an mal hier diese Versicherung bezahlen kann und am Ende trotzdem noch einen Gewinn habe. Jetzt gibt es natürlich manchmal Schadensereignisse, die größer sind. Ne? Also nicht nur, wo ein einzelnes Haus abbrennt, sondern zum Beispiel, ihr kennt das alle, da gibt es irgendwie große Naturkatastrophen, da gibt es vielleicht mal ein Erdbeben, da brennt vielleicht mal nicht nur ein Haus ab, sondern ein ganzer, ich wollte jetzt schon sagen, ein Straßenstrich, aber das heißt Straßenreihe.
So, also eine ganze Straßenreihe, ein ganzer Straßenzug. Oder es passiert halt was Größeres. Und dann könnte es auch sein, dass die Versicherung sagt, ah, meine Prämien langen nicht, die ich eingenommen habe, um die Versicherungssummen, die ich jetzt auszahlen muss, zu begleichen. Und was macht die Versicherung? Die guckt natürlich im Vorfeld und sagt, ah, okay, ich brauche jetzt wieder eine Versicherung, die mich versichert, und zwar in so einem extremen Schadensfall. Und da gibt es ja dann so Firmen wie zum Beispiel die Münchner Rück, zweitgrößte Rückversicherungsgesellschaft der Welt, oder auch die von Warren Buffett, der hat auch eine Rückversicherungsgesellschaft, ne? Und was machen die? Bei der versichert sich dann wieder die Versicherungsgesellschaft. Das heißt, die geht wieder hin und sagt, okay, ab einem gewissen Schaden, wenn es also noch tiefer fällt, musst du den Schaden dann für mich tragen. So, und kannst du das jetzt als Optionshändler auch? Na klar kannst du das, nämlich indem du sagst, okay, du hast also jetzt hier diesen Put verkauft, du bist damit in die Rolle der Versicherung gekommen und jetzt machst du einfach eins. Jetzt kaufst du dir hier noch einen Put und jetzt weißt du ganz genau, wie groß dein Risiko ist. Nämlich dein Risiko ist das hier. Mehr als das kann dir nicht passieren. Was hat das aber zur Folge? Naja, dass du von dem Dollar, den du hier oben eingenommen hast, oder von dem Geld, eben nach unten mal ein bisschen ausgeben musst, sodass insgesamt dein Gewinn ein bisschen kleiner wird, aber er wird eben risikoloser. So, und all diejenigen von euch, die jetzt schon länger dabei sind, die wissen natürlich jetzt genau, was das hier ist. Das in dem Falle ist ein ganz klassischer Optionsspread, in dem Falle ein sogenannter Bull-Put-Spread, ne? Also oben ein Put verkauft, unten ein Put gekauft. Und dasselbe kann man mit Calls machen und so weiter und so fort. Und letztendlich ist es eine ganz simple Sache. Und das ist so ein bisschen das, was ihr euch immer vorstellen müsst, wenn ihr irgendwelche Trades eingeht, okay? Dass ihr einfach sagt, gut, hier oben, das ist die Versicherung, ich übernehme das Risiko. Und wenn mir das Risiko zu groß erscheint, dann muss ich eben noch eine Rückversicherung machen. Das heißt, ich muss mich selber auch nochmal gegen zu große Risiken absichern und dann kaufe ich eben einen, entsprechend einen Spread. Und das kann man sich im Einzelfall überlegen, ne? Also zum Beispiel die Versicherungen machen auch nicht, weil viele Leute sagen, du musst immer Spreads machen. Ja, das ist Blödsinn. Versicherungen haben auch nicht alle ihre Risiken komplett abgesichert, sondern nur Teilrisiken, nämlich die, die besonders groß sind. Das heißt, es kommt auch ein bisschen auf deine Kontogröße darauf an und ein bisschen, was handelst du für einen Kontrakt. Machen wir ein ganz einfaches Beispiel. Du hast jetzt mal angenommen, ein Konto, wir schreiben mal zwei Beispiele auf. Das eine Konto hier ist 100.000 Euro und das andere Konto ist 10.000 Euro. So. Und jetzt schreibst du beispielsweise auf eine Aktie, die 150 Dollar kostet, einen Put. Bei 150 schreibst du einen Put, okay? So, bei 150. Was ist jetzt das maximale Risiko, was passieren könnte? Die Aktie fällt auf Null. Wir wissen, dass das extrem unwahrscheinlich ist, ne? Aber nichtsdestotrotz, das ist das maximal theoretische Risiko. So, wie schaut das jetzt aus? Das hier in dem Konto würde es dir dein komplettes Konto zerhauen, okay? Das heißt, wer mit dem 10.000er Konto sowas hier handeln will, der sollte sich, wenn er nicht ständig vor dem Schirm sitzt, das ist auch nochmal ein bisschen was anderes, aber wenn jemand nicht ständig vor dem Schirm sitzt, der sollte vielleicht hier eher ein Spread machen. Ja? So, muss der das hier machen mit dem 100.000er Konto, wenn er einen Kontrakt macht? Nicht zwingend. Ja? Muss er nicht unbedingt machen. Warum? Weil das maximale Risiko würde ihn hier nicht ruinieren. Es würde ihm einen deutlichen Rückschlag geben. Aber es würde ihn nicht ruinieren. Und das sind so Gedanken, die ihr euch machen müsst, wenn ihr sagt, okay, ich will langfristig in diesem Optionsgeschäft Geld verdienen. Und aber was viel, viel wichtiger ist, weil Geld verdienen geht nur, wenn du vorher eins machst, nämlich wenn du überlebst. Also wenn du überleben willst, dann musst du dir solche Gedanken machen. Wann lohnt es sich, einzelne Optionen zu machen? Wann lohnt es sich, Spreads zu machen? Diese Pauschalurteile, ne, du musst immer nur Spreads machen oder du musst immer nur nackte Optionen machen, Blödsinn. Wir machen zum Beispiel auch alles, wir machen manchmal Spreads, wir machen manchmal einzelne Optionen, ne? Je nach Gemengelage. Was bietet sich in dem Moment an? Wie groß sind die Konten? Wie groß ist das Underlying? Wie volatil ist das Underlying? Also du musst halt mit Erdgasoptionen anders umgehen als mit einer Option auf, was weiß ich, irgendwie hier fünfjährige Staatsanleihen. Ne? Das sind ganz unterschiedliche Dinge. So, und merk dir also einfach das, du bist die Versicherung, wenn dir das Risiko zu groß ist, mach eine Rückversicherung, kauf einfach Puts und Calls dazu. Wenn du mehr lernen willst über das Thema Optionen, da unten ist ein Link,
www.optionsstrategien.com/termin oder auch jensraube.de/termin. Trag dich da ein für ein kostenloses Strategiegespräch. Und wir zeigen dir mal auf, wenn du in den Optionshandel einsteigen willst, wenn du dein Wissen im Optionshandel festigen willst, wenn du sagst, was gibt es denn für Strategien, die man auch im Future machen kann? Was gibt es für Strategien bei Volatilität, beim Hedging und so weiter und so fort? Dann trag dich da ein. Wir finden heraus, wo du stehst, wo du hinkommen kannst. Und dann wirst du auch den Weg als erfolgreicher Optionshändler weitergehen. An dieser Stelle danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Und bis dahin dir alles Gute, viel Erfolg, tschüss, servus, macht's gut. Bye, bye.